Ich bin nicht da. Leute, seht ihr, was hier ist? Am Dingens da oben. Da sind die Wichtel. Da sind die kleinen Wichtel. Die Frage ist, was ich jetzt hier machen soll. Hey, ich check's nicht. Die ich gegessen habe, ja, genau. Six Air. Oh, da oben steht er. Seht ihr das in der Mitte? Das ist der, den ich immer angucken muss. Die Frage ist nur, wie komme ich darüber? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Weiß es ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Nein! Achso. Sie hat's. Er hat's zumindest überlebt. Immerhin etwas. Da ist aber nicht offen auf der rechten Seite. Links ist ein Weg. Ich finde den nicht. Also hier war ich ja schon. Aber jetzt kommt Weg C mit. Das Problem ist, ich bin jetzt hier oben, aber ich weiß nicht wohin. Hier geht's nirgends mehr lang. Check's nicht. Aber da sind wir hergekommen, wenn ich mit dem Aufzug runterspringe, da sind wir hergekommen links. Da sind wir, so sind wir im Aufzug ja gelandet. Da ist nichts.
Und in die Tür kommen wir nicht rein. Was mit dem Brett machen hier? Ja, prinzipiell steht sie die ganze Zeit irgendwie hier. Hä? Das Einzige, was wir gemacht haben, ist hier den Schalter umgelegt. Ah, vielleicht hat mit dem umgelegten Schalter sich jetzt dann in dem anderen Stockwerk tatsächlich irgendwas verdingstüdelt. Komm mit. Ich will mir die Hand nicht geben. Ah, da kann ich nicht raushüpfen, schau. Links ist zu. Und jetzt? Wie komme ich da hoch? Ich check's nicht. Da rechts, das bringt mir auch nichts. Da war ich und da komme ich hier raus. Außer. Aber ich komme hier auch nicht mehr raus. Ja, dann versuch's mal, Rikishi. So ein bisschen. Echt, gibt's doch nicht. Mach mal hier nochmal bitte. Was ist denn? Sie will gerade von mir scheinbar in Ruhe gelassen werden, oder was ist da los? Dann kletterst du wieder hoch und betätigst den Hebel, der oben ist. Probier mal's. Ui.
Ah, okay. Verstehe. Und jetzt können wir drauf hüpfen auf ihn, oder? Ah, mille grazie. Für den kleinen Tipp. Vielen Dank, wie lieb von dir. Dann holen wir uns jetzt erstmal, schauen wir uns erstmal den komischen schwarzen Schatten wieder an. Krieg ich die scheiß Box da weg? Sag bloß, die ist in die Wand reingeglitscht. So. Okay. Was? Ein Vogel in der Flasche? Okay. Glaube, das sind alte oder tote Menschen hier. Meinst du, die freut sich, wenn ich ihr die Klopapierrolle mitbringe? Also der Panda wird sich freuen. Hier können wir ja nichts machen, oder? Das ist ja kein Hebel oder sowas. Ach nee, das ist eh nur der Auf für den Aufzugsschacht. Was ist mit deinem Rock los? Ah, oh, okay. War nur ein kleiner Bug. Boah, schaut das schön. Also, schön. Schaut geil aus. Was ist das denn da oben? Ein fetter Tower. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Das könnte so eine Art Sendeturm oder sowas sein, der dieses komische weiße Programm da an die Fernseher hin projiziert. Ich tippe eh, dass wir hier hoch müssen. Was soll ich machen? Hä? Die habe ich hier gar nicht rein müssen? Was ist das? Ich kann euch auch nicht rauslassen, leider. Tut mir leid. Ich. Keine Ahnung, wie. Aber ich kann euch nicht rauslassen, irgendwie. Ah, warte mal, kann ich das aufheben? Nee, ich kann hier nichts machen. Tut mir leid, Leute. Ihr seid leider auf euch allein gestellt. Also müssen wir doch nicht hierher. Ja, wo müssen wir dann hin? Na gut, wer hat es sehen können? Okay, dann schätze ich mal. Ja, ich weiß, der Funkturm da oben oder Fernsehmast. Nummer 90, es ist ganz knapp. Ah, ich weiß was. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal rein, oder? Ich mach's zur Sicherheit halber. Nee, brauche ich nicht mehr. Da, hier kann man hochklettern. Wahrscheinlich müssen wir uns dahin vorarbeiten.
Lol. Was? Ach so. Sie will, dass ich da darüber springe? Dein Ernst? Boah. Alter Falter. Schau mal, mit den kleinen Füßen willst du über die ganzen Gitter hier durchrutschen. Ja, echt voll mutig. Ich lasse dir die Leiter runter, wenn du mir nach oben hilfst. Ah, okay. Hat sich somit von selbst erledigt. Vor allem, wenn wir wirklich zu diesem Turm dahin wollen, schaut mal, wie weit das noch ist. Es ist ja noch 8 Jahre weit. Da laufen wir noch 8 Jahre lang. Hier hoch, dann das wird spannend. Ach, das geht sogar. Komm mit. Oder lieber nicht. Das Haus. Ich weiß nicht, ob wir hier so lange drin bleiben sollten. Tatsächlich. Scheint mir das dann doch sehr baufällig zu sein. Oha, wir gehen lieber mal. Komm, schnell, 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 schnell. Oh oh. Was sage ich? Das ganze Haus ist schon am Einbrechen. Lauf, 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 lauf. Warum ist die Kleine denn so viel schneller wie ich? Das ist ja unglaublich. Six. Dein Ernst? Nein. Los, los. Oh. Ich hätte schon. Nein, 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 nein. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Halt, stopp. So. Muss alles Hand und Fuß haben hier. Rikishi hatte gerade behauptet im Chat, dass ich das 100. Mal jetzt gestorben bin und das war kein Tod. Vorhin habe ich seine Nachricht gelöscht. Ha! Edgy Badge. Jetzt lass ich erstmal drücken. Oh. Scheißhaus. Also, nicht ein Scheißhaus, sondern ein Scheißhaus. Das alles kaputt ist hier. Was ist denn das, was ich da in der Hand habe? Als ob da jetzt noch Strom drauf ist, wenn ich es in der Hand habe und von allem weggelöst ist. Komm mit. Die Kritzeleien kommen mir irgendwie bekannt vor schon wieder. Aber was ist das? Hier wäre jetzt mal eigentlich so ein typischer Zeitpunkt, wo wir mal wieder ein Ding finden. Oh, ich habe keine Taschenlampe mehr. Ach, das war meine Taschenlampe, die da kaputt ist. Oh, meine Taschenlampe ist kaputt. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Scheiße.
Das ist so ein typischer Ort eigentlich, dass man mal wieder eine Mütze findet oder sowas. Der ist zu schnell geschossen, hä, Rikishi? Er ist zu schnell geschossen. Aber ich dachte auch, dass wir tot sind. Da muss ich dich in Schutz nehmen. Ich kämpfe mich zum Fernseher vor. Also da stimmt irgendwas mit dem Fernsehprogramm, stimmt da nicht. Schaut mal, das ist wie irgendwie so eine Gedankenmanipulation oder sowas, also. Schaut mal, wie die Kleine da abhängig ist davon und da das steuern kann. Also ich steuere das ja hier. Ich muss das immer so zum Explodieren bringen. Und jetzt erscheinen wir wieder hier. Wahrscheinlich ist das so irgendwie... Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine... Keine Ahnung, so eine Gedankenmanipulation und dahin... Die sind alle süchtig, weil sie an diesen Ort hier hinkehren wollen. Und deswegen hocken sie alle vorm Fernseher. Also, nur als Verdacht, ich habe keine Ahnung. Oh oh, wir sind relativ nah, glaube ich. An unserem Ziel. Letztes Mal im Teil 1 war es eine Diva, eine ganz schlanke, und jetzt ein ganz schlanker Typ. Ist das der, der dahinter steckt? Oh mein Gott. Fragen über Fragen. Genau, das erste Mal bis zur Tür. Schau, und jetzt ist der Mann immer noch da im Fernseher. Dein Ernst? What the fuck? Dein Ernst? Boah, hab ich Gänsehaut. Scheiß die Wand, dann hab ich Gänsehaut. Ab ins Kinderzimmer. Und sie ist einfach mal schon wieder viel schneller wie ich. Wo ist sie? Komm mit. Versteck dich unterm Bett. Oh mein Gott. Nein! Ich hol dich. Ich hol dich. Ich lauf, aber ich kann nicht laufen. Nein! Lass ihn in Ruhe. Schaut an, diese ganzen schwarzen Figuren, das sind alles die Seelen, die ich hier... Oh mein Gott. Six, ich werde dich rächen. Ich werde dich holen. Ich hol dich zurück. Hol dich zurück. Komm her. Komm her. Ich werde dich fertig machen. Hä? Wo sind wir jetzt? Vor allem, warum sind die Regale schon wieder alle so schief und krumm? Taschenlampe haben wir immer noch nicht. Sind wir vielleicht schon auf diesem Turm? Wir gehen zu dem Fernseher. Los. Wir kommen zu dir, Fernsehmann. Ich komme zu dir. Wart's ab.
Warte es ab, Fernsehmann, ich komme zu dir. Ich werde dich finden und ich werde meine Six rächen. Wenn ich nur weiß, wie ich darüber komme. Aha, okay, verstehe. Das sind wie Teleporter, wie Gates, also wie Tore. Wo ich vom einen bis zum anderen rüberhakeln kann. Und so jetzt auf den Fernsehturm kommen, um meine Six wiederzuholen. Meine Freundin. Ich werde für sie kämpfen, bis ich sie wieder habe. Wenn es das Letzte ist, was es... Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem beschaulichen Leben tue. Ich werde dich nicht im Stich lassen, Six. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde für dich kämpfen, bis du wieder frei bist. Denn so bin ich, Mono. So. Yeah. Push the button. Ich würde gerne nochmal zurück und gucken, ob ich da eine Mütze finde da unten. Die Musik ist ganz cool, die ich gerade höre. Jetzt habe ich eine Fernbedienung. Keine Taschenlampe mehr, dafür eine Fernbedienung. War nicht schlecht, oder? Kann man auch machen. Die brauche ich bestimmt. Ich weiß, für welche Seite. Probieren wir es mal hier. Komme. Und jetzt? Das verstehe ich nicht so ganz, was das mir jetzt gebracht hat. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was das jetzt hier gebracht haben soll. Mal gucken. Checke ich jetzt gerade nicht. Das checke ich jetzt gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Kann er leider auch nicht hochhüpfen.
Der fixiert sich da komplett auf die Fernbedienung von dem Fernseher. Irgendwie. Ah, oh, keine Ahnung. Check's grad nicht. Was muss ich machen hier? Habe ich hier hinten irgendwas übersehen? Ah, warte mal. Was passiert, wenn ich da ausmache? Ist das Portal dann zu? Das erstmal bis zur Tür. Achso, ja, ja, klar. Das hast du vorhin ja schon gesagt gehabt. Weiter geht's. Ugh. Bin ich gespannt, wo mich das Tor jetzt hinbringen wird. Ach, dann funktioniert's nicht. Okay. Naja, ich habe jetzt nur keine Ahnung, was ich jetzt tatsächlich tun soll. Keine Ahnung. Ach so, doch, ich habe schon eine Ahnung. Ach nee, wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ach so, da komme ich jetzt nicht mehr zurück, oder? Hm. Habe ich jetzt gerade Scheiße gebaut und ich habe mir jetzt gerade selbst eine Falle gestellt? Ist da eine Unlogik im Spiel oder ist das nur jetzt gerade... Weil, wie komme ich da hoch? Achso, ich kann von hier unten anschalten wieder. Die Frage ist, ich müsste halt hier irgendwie drüber kommen, gell? Oder hier irgendwie hochkommen, das wäre auch schon mal unglaublich gut. Ah, warte mal. Da habe ich noch nicht gesehen, dass ich da rein... Ah! Eine Polizeimütze! Na, wollen wir eine Polizeimütze aufsetzen? Also ihr entscheidet, ob Fellmütze oder Polizeimütze oder irgendeine andere Mütze. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, hier komme ich allgemein nicht hoch. Fellmütze sieht besser aus, dann machen wir die Fellmütze wieder. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie rüber hüpfen kann. Ah, jetzt mal ergibt das Ganze Sinn. Jetzt ergibt das Ganze Sinn.
Aha. Da scheine an. Und weg mit den ganzen. Oh, Achtung, da bin ich. Oh no, ich höre schon wieder irgendwas. Tö, soll ich in den Fernseher ausschalten? Schon gut, schon gut. Boah, ist die hässlich, die alte. Was ist das denn? Eine Dose. Ah, komm, wir schauen mal, was im Kühlschrank ist. Ich glaube, den können wir aufmachen, oder? Jawohl, ja. Und haben wir irgendwas Gutes? Eine Mütze oder so ist noch eine. Nix, schade. Das wäre witzig gewesen, ehrlich. Okay, komm. So, die alte. Was macht die jetzt? Wie kann ich die jetzt hierher locken? Kriegen das jetzt gebacken hier. Komm her. Ach, die alte geht. Ah, okay. Geht in die Küche. Ha! Ach, da guckt die alte jetzt. Okay. Lol. Vor allem, ja. Warum hängt denn da draußen eigentlich ein Fernseher? Kann mir das mal eben erklären? Den Fernseher ausmachen? Ja, genau, Paul. So habe ich das mir vorgestellt. So, Six, wo bist du? Ich brauche dich. Du bist meine Freundin. Sollen wir erst mal gucken, dass wir den Fernseher da drüben anmachen? So, Connection ist besteht. Oh, scheiße. Oha, deswegen bringen sie sich um. Deswegen bringen sie sich um. Jetzt verstehe ich's. Weil ihr Fernsehprogramm, die wollen unbedingt zum Fernsehprogramm hinlaufen. Habe ich keinen Fernseher draußen? Nee, gerade, das habe ich jetzt gerade, den habe ich gerade reingeholt, den Fernseher. Deswegen habe ich ihn nicht mehr draußen, leider. Aber die Fernseher müssen ja sehr, sehr gut sein, wenn die alle draußen stehen, die ganze Nacht. Das ganze Jahr, nicht nur die ganze Nacht. Six, ich komme! Und ab geht's! Dass da zum Beispiel auch hier die Wäscheklammer liegen bleiben, finde ich auch sehr cool gemacht. Ja gut, da komme ich nicht auch.
Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach, da ist der Sendeturm. Das ist ein Sendeturm, Leute. Nicht! Jagt lieber mich! Dein Ernst. Nicht, stürzt euch, nein! Nein, nicht nein! Bleib hier! Wahrscheinlich symbolisiert das die Sucht der Menschen. Die Fernsehsucht der Menschen. Und sobald der ihr Fernseher weggenommen wird, wird auch der ihr Lebenssinn weggenommen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Leute sich hier in den Tod stürzen. Ja, wartet noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was finde. Ich glaube, es war gar nicht so schlecht, dass ich noch nicht reingegangen bin, weil sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Aber das war nur reine Intuition. Ich war ja schon fast drinnen. Das war nur reine Intuition, dass da was nicht stimmen kann. Alter. Sonst wären wir jetzt tot gewesen, weil da wären wir direkt runtergeflogen. Ah. Okay, hier ist ein Schalter. Okay. Ah, das Wasser ist jetzt geschaltet. Ich helf dir. Komm. Nein, jetzt war ich zu langsam. Oh, und damit sind wir jetzt tatsächlich dreistellig. Das war mein 100. Tod in 5,5 Stunden. Ist wieder, weil ich einen Knopf losgelassen habe, ich Idiot. Number 100. Und der mehrfach schon umgelegte Typ. Wir haben schon viele Menschen umgebracht inzwischen. Warum auch immer die Türen zugedingstüdelt haben. Ihr wisst, was ich meine. Und ab geht's. Bäh. Noch eine Mütze irgendwo. Hätte sein können. Aber die waren eigentlich immer ganz gut eigentlich versteckt, gell? Ja, dann fahren wir doch mal mit dem Aufzug. Keine Ahnung, ob wir da jetzt irgendwo hinfahren oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich schaue auf jeden Fall nochmal links, bevor ich den jetzt benutze. Okay, geht wahnsinnig weit auf. Oh! Ach nee, das ist das böse Auge.
Kann ich nichts machen, leider, oder? Nee. Ach so, vielleicht doch. Ich ziehe mal das Paket noch darüber. Vielleicht kann ich es dann aufziehen. Ach so, ja, meine Idee. Ach so, warte mal. Geht die Tür noch weiter auf, wenn ich da länger dran liegen bleibe? Nee. Okay. Ich dachte nur, dass ich vielleicht eventuell zu früh schon wieder vom Dingens runtergegangen bin. Was meine Idee ist, ob wir vielleicht die Klappe öffnen können mit diesem Auge, wenn wir uns das da, wenn wir das Paket da hinstellen. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Weil wir haben ja nichts zu verlieren. Oder? Wir haben nichts zu verlieren. Wir schauen uns das an, gucken, was das Auge uns bringt. Vielleicht können wir die Klappe öffnen und irgendwo in einen geheimen Raum gelangen. Oh, das ist ein Stück Papier. Schade. Na, ein Versuch war es wert, finde ich. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Ah, okay, hier sind wir. Aber was bringt mir das jetzt? Ich komme hier nicht mehr rein, das weiß ich. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Das sehen wir jetzt gleich. Ja. Bin im Sauhaufen gelandet. Ich stinke. Das ist immer noch zu. Das Problem oben ist ja, die Tür ist zu. Oh, jetzt kann ich das Paket wieder herholen. Das war natürlich doof. Was bringt mir das, wenn ich hier da hochgehe? Ich könnte auf den Aufzug draufstehen, aber nur wenn das Tor hier offen ist. Aber das Tor ist ja nicht offen. Das ist ja geschlossen. Im Prinzip ähnlich, wie wir es vorhin hatten. Und hier kommt der Aufzug ja von oben nach unten. Das heißt, ich kann auch nicht auf den Aufzug drauf. Wobei, warte, ich habe eine Idee. Ja, okay. Ich habe eine Idee. Während er hochfährt, gehe ich in den Fernseher, dann ist vielleicht doch das Tor offen. Mal gucken. Schauen wir mal. Weil wenn hier das Tor offen ist, ist der von oben vielleicht auch offen. Nein! Haha. Und jetzt?
Hä? Was bringt mir das jetzt? Jetzt bin ich auf dem Fahrstuhl, du hast vollkommen recht. Das bringt mich aber überhaupt nicht weiter. Nein! Ich weiß es. Ich muss in den Zwischenstock. Ich muss in den Zwischenstock. Ah. Nicht, warum? Nein, nein, nein. Ich war zu langsam. Weil der immer auf den scheiß Fernseher drauf. Warte mal, muss ich eigentlich auf den Knopf drücken oder kann ich auch einfach dagegen laufen? Ah, okay. Ich kann einfach dagegen laufen. Dann brauche ich nicht auf den. Nein, nein, nein. Jetzt bist du auf dem Fahrstuhl, aber wie? Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich war nur einfach zu langsam, weil ich immer die Taste gedrückt habe, weil ich in der Annahme war, dass ich auf die Taste drücken muss. Aber ich muss gar nicht auf die Taste drücken. Und versteht, was ich meine. Ha! Siehst du? Vor lauter Wut erstmal hier ein Auto hinterhergeschmissen. Und Hasi auch. Ne, Hasi nehmen wir mit. Kann bestimmt noch brauchen. Komm weg. Hasi, wir müssen die Kiste wegbringen. Ach nö. Boah. Rikishi, dein Einsatz. Ich habe von hier leider keinen Empfang mit der Fernbedienung.
Ich habe überlegt, ob ich in die Badewanne hüpfen kann, vielleicht von da drüben, aber das ist gar kein Fenster, oder? Ist das da oben über dem Wasser eine Klappe oder sowas? Ich weiß es nicht. Es ist ja noch doppelt. Es ist ja noch doppelt unheimlich, weil ich habe ja den. Ritz! Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sehen schon mehr Leute mit, sehr gut. Es ist doppelt noch unheimlich, weil ich ja noch den Vibrationsalarm im. Alarm, den Vibrationsschock im Controller habe und dann. Oh, das haut nochmal doppelt so. Es ist doppelt gemoppelt. Es ist echt eklig. Ja, gute Frage. Was mache ich jetzt? Wie komme ich da hoch? Oma, ich bräuchte den Hocker. Ist es in Ordnung, wenn ich den nehme? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich darf diesen Hocker wohl nicht verwenden. Sehfix. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ah. Ihr wisst, was ich mache. Ich bringe die nächste Alte um. Hallo. Hey, Alte. Ich habe hier was für dich. Komm doch. Hä? Stand mit dem Fuß da drinnen. Ach, vielleicht muss ich weitergehen. Okay. Ich muss mich echt beeilen dafür. Das war aber knapp. Habt ihr gesehen? Dieser Ultraschall hat auch schon gewirkt. Nee, das Waschbecken springen, das bringt, glaube ich, nichts. Da runterspringen. Ja, ich bin ja oben auf die Klospülung gesprungen. Naja, gut. Nein, jetzt ist der Fernseher kaputt. Das ist natürlich doof. Den hätte ich da noch gebraucht, oder nicht? Naja, mal gucken. Brutzel, Brutzel. Ja, der wurde jetzt so richtig schön warm. Genau mein Humor. Hallöchen, ich bin's. Oh shit. Naja, gut. Einmal Müll, einmal fallen, auch nicht schlecht. Wie der kleine Kerl schon stinken muss, ist ja abartig. Na, Fernseher an, Fernseher aus. Warte, mach mal. Aber da, ich weiß, glaube ich, langsam, auf was das hin uns hindeuten soll, auf welche Schand. Dass die Menschen so abhängig sind vom Fernsehen sind und aufgrund dessen richtige Zombies, also selbst, also nicht denkende Menschen, die einfach sich nur vom Fernsehen leiten lassen und komplett abhängig vom Fernsehen sind. Ich glaube, darauf ziehen sie hinaus. Ich glaube, das ist der Punkt, worauf sie hinausziehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche, aber ich fahre ihn einfach mal runter. Das wird die Quintessenz des Ganzen sein.
Ja, voller Einkaufswagen. Wer kennt's nicht? Kappi. Kappa, Kappa. Auf geht's. Los. Das war's jetzt auch schon wieder. Ja, super. Die Frage ist, wohin muss ich? Da oben kann ich den Strom abschalten. Kann ich das hier rüber machen? Nee. Scheiße, da hätte ich wahrscheinlich den Wagen da hinten gebraucht. Ach, Kacke. Na, probieren wir es mal anders. Ball spielen. Hey. Na, ja, mal ganz ehrlich. Das wollte ich gerade schreiben. War es Ball spielen? Ist da irgendwo noch eine Mütze für mich? Nee. Wie geil man auf Mützen auf einmal ist. Ach, mit dem Wagen. Oha. Chaka. Ich frage nur, ob der jetzt ausbleibt. Was soll ich jetzt hier? Ach, draußen die Typen. Ah. Wahrscheinlich drehen jetzt die Typen draußen verrückt. Weil ich den Strom weggenommen habe. Habe ich denen auch den Strom weggenommen? Komm gar nicht mehr raus, oder? Hallo? Hätte ich da zweimal dran ziehen müssen? Keine Ahnung. Wie lustig das ausschaut. Aua. Ah, jetzt muss ich den Strom wieder anmachen. Und dann kann ich über den Wagen hier rüber hüpfen. Dann kann ich in den Fernseher hinein. In den Hauptbahnhof von München. Mit nur 10 Minuten. So, machen wir das. So ist der Plan. So werden wir das umsetzen. Kann ich mit dem Schrauben irgendwie was aufziehen? Nee. Nein, ouch. Beine gebrochen. Beide Beine gebrochen.
Nein. Oh. Und 108, meinst du was? Mit Beine gebrochen, das wäre sie. Oh, nee, die brauchen wir nicht. Wo hat er denn die jetzt auf einmal aufgeklaut? So ein aufgewachtes Büschchen, denkt immer mit. Freudig sein, ja. Und es werde Licht. So. Na also. Next Chapter. Gut. Ah, ich habe leider keine Dingens. Ach, schon wieder Klopapier. Sehr geil. Schau die ganzen Zombies an hier. Die ganzen Fernsehzombies. Die Gesichter von denen, Wahnsinn. Was ist denn hier oben? Dieser weiße Dingens. Wir brauchen irgendwas, um die Scheibe einzuschlagen. Ein Dreirad. Schauen wir mal. So. Hä? Warum gehen die denn auf einmal so ab? Oh no. Shit, habe ich schon wieder... wie schnell ich immer da Gänsehaut bekomme, das ist Wahnsinn. Nein, falsch. Oh, fuck. Kommt dann die... der Heißhunger auf Kinder dann auf einmal auf. Los! Lauf! Boah, war das knapp. Alter. War das knapp. Ich habe den Fernseher erst ausgemacht, dann musste ich ihn wieder anmachen. Oh je, das war knapp. Komm ich da lang? Komm ich da irgendwo rein? Nee. Nee. Nirgends. Hey. Herrgott. Nein, ich darf da nicht immer weghüpfen. Jetzt. Das ist doch schon wieder so prädestiniert für irgendwie irgendeine Aktion hier. Zum Einschlagen hier oben. Oh, da ist sie.
Ich komme nicht gleich holen, meine Liebe. Vielleicht kann ich dich auch erst rausziehen. Nein! Verdammt! Scheiß die Wand an. Los! Lauf, 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 lauf! Der Fernsehmann wollte mich auch packen. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Wir sind noch nicht safe. Der Fernsehmann. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon zu spät ist. Ich hab's verkackt. Verkackt. Scheiße. Aber wie soll ich denn da durchkommen? Oh nein, 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 nein. Und hüpf. Fest. Oh. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal vom Fernsehmann. Boah, leco mio. Aber die Musik ist immer noch nicht weg. Die Musik ist immer noch nicht weg. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Boah, ich hab schon wieder so Gänsehaut, alter Schwede. Raus, einfach nur raus, los. Lauf, lauf, lauf. Mono, lauf. Lauf, Mono, lauf! Ich lauf so schnell es geht. Und hüpf, Mono, hüpf. Weiter, 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 weiter. Renn, 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 renn. Was ist? Lauf, 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 lauf. Er kommt, er ist uns dicht auf der Spur. Er ist uns so dicht auf der Spur. Lauf. Wieso? Wieso hat er das nicht gefasst? War ich auf der falschen Seite gestanden? Okay, nur nochmal. Mono, gib Gas. Okay. Okay, das war schon mal gut.
Was sind das eigentlich für Gleise hier? Arschloch-Fernsehmann. Aua. Oh. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Nein, Six. Ich folge dir, Six. Ich bin verletzt. Kann nicht mal hüpfen. Oh, ich hab mir wehgetan. Ich hab mir ernsthaft schlimm wehgetan. Ich komme nicht hoch. Doch, hier. Okay, ich kann noch nicht mehr hüpfen. Na toll, wie sollen wir so vor dem Fernsehmann abhauen und uns so dem Fernsehmann stellen? Das ist echt hartnäckig. Unglaublich, ja. Ja, klar, die Treppe soll ich verletzt hochklettern. Das will ich sehen. Naja, vielleicht renkt es dann unsere Hüfte wieder ein. Ordentlich. Jetzt haben wir doch so einen Airbag-Helm auf. Oh, Wahnsinn. War schon geil aus, der Regeneffekt auf dem Kanaldeckel. Wir sind wieder da. Wie wär's, wenn du von der Straße runtergehst, Junge? Fernsehmann? Dein Ernst? Oha. Dann nimmt er gleich seinen Hut ab. Oha. Hä? Was soll ich machen? Ah. Los! Sammel deine Energie. Jawohl. Wieder eine Stufe. Noch einmal, glaube ich, oder? Oh. So, jetzt mache ich dich fertig. Bleib von mir, Fernsehmann. Oha. Nochmal, oder wie? Boah. Ah.
Bleib unten und geh. Stirb und gib Six wieder frei. Der Mann von der GEZ, richtig. So, und jetzt da. Herzlich willkommen bei der Telekom. Wow, was für ein Fernsehmann. Wahnsinn. Und jetzt werden wir unseren Weg zur Tür beenden. Scheinbar sind wir wieder so weit geheilt, dass wir sagen können, wir sind soweit zumindest wieder fit, dass wir normal laufen gehen, normal laufen können. Was soll das? Geh ich halt hier rein. Oh, ich habe gar keinen Passierschein. A38 oder A39. Oh, hier schaut mal, wie gebogen das Regal ist. Oh oh. Schleife. Und jetzt? Nochmal. Das Auge hinten ist offen.
habe keine Ahnung. Sind wir jetzt in der Zeitschleife oder was ist das? Ich kann die Tür auch nicht zumachen. Ich habe keine Ahnung. Hä? Kannst du mir jemand erklären? Oh no, mein Controller wird leer. Irgendwas aufs Auge werfen. Na, ich habe mir auch gedacht, dass hier was liegt, aber hier liegt nichts. Ich kann hier nichts aufgreifen irgendwie. Hier ist so dunkel. Nee. Da hört man ja auch das Geräusch, also. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mein Handy einstecken. Bevor da der Akku ganz abkackt, müsste echt das Kabel passen. Oh je. Oh, wie funktioniert der dann jetzt? Ah ja, doch, funktioniert noch. Moment. Heißt nur. Wieso ist kein Ton mehr da? Hä? Moment. Hä? Wieso ist kein Ton mehr da? Sauerei. Ich werde mich beschweren. Einstellung. Lautstärke. Passt doch. Weiter. Moment. Ah. Warum muss... Wenn man ein Gerät ansteckt, das immer die komplette... Die kompletten... Soundeinstellungen ruinieren. Ich verstehe es nicht. Kann es mir jemand erklären? Ich finde hier nichts. Ich würde gerne auch eine Schublade aufmachen oder so. Okay, Leute. Ich glaube, wir hängen hier in einer Zeitschleife.
Ja, Leute, keine Ahnung. Ideen, Vorschläge. Ich kann hier nichts aufnehmen, was hier liegt. Der greift nach nichts. Hätten wir einen Gegenstand mitnehmen müssen, ich weiß nicht. Zwei. Eins. Zwei. Ach, lol. Wie sollen wir denn da drauf kommen, bitte? Danke für den Hinweis. Was mit der Spieluhr zu tun haben. Ja, die Spieluhr ist ja eh die ganze Zeit schon irgendwie sehr präsent. Das Problem ist, jetzt komme ich wieder nicht raus. Null. Doch, zum Glück. Schau mal, wo die Spieluhr am lautesten ist. Da, ah, okay, das Auge. Hier ist es. Hier zeigt das Auge nach oben. Hier haben wir wie so eine Art Schlüssel. Hier zeigt das Auge nach oben. Hier nach unten. Ich gehe jetzt mal hier rein, wo das Auge angezeigt wird. Okay, das ist es nicht. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Gehen wir ein drittes Mal noch. Vielleicht zählt das erste Mal nicht, weil du erst da in den Raum reinkommst. Zum Glück können wir jetzt wieder schnell laufen, weil sonst wären wir echt am Arsch. Kann ich die Tür aufmachen? Weil das ist, wo das Auge nach unten zeigt. Na, der einzige Raum, wo man jetzt noch nicht drin war, ist der hier. Gehen wir mal da rein. Ha! Seht ihr das? Anderer Raum. Schau mal, ob ich irgendwas finde hier. An Gegenständen. Da oben schweben einige, auch Fernseher. Na, jetzt gibt's nur den als Möglichkeit. Okay. Ja, wir gehen einfach der Musik mal nach. Scheiße. Ich gehe jetzt immer da rein, wo die Musik drauf ist. Genau. So. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Oha. Es werden immer mehr Räume, jetzt sind schon sechs. Doch, das passt. Dein Ernst? Dahin, dass wir sonst rüberkommen. Soll ich es mal probieren? Ich probiere es mal.
Ah, okay, sehr gut. Machen wir es doch gleich so. Ich check nur mal die Situation. Aha. Wir müssen also ganz hoch im Turm. Das heißt, wir sind höchstwahrscheinlich im Sendeturm. Ich würde es ja schon reizen, da reinzugehen, um zu gucken, was da drin ist. Komm, wir schauen mal rein. Okay, das war jetzt nichts. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Mütze. Was bist du denn für einer? Kapuzenmädchen? Nee. Six? Six. So. Pauli, ganz viel Spaß jetzt. Danke, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Nein. Nein! Jetzt fällt die Drecksau runter. Der Typ fällt runter. Schade, 113 wäre eine schöne Zahl gewesen. Scheiße, ich hätte mich da verstecken sollen, scheinbar. Kapuzenmädchen. Six, jetzt sei doch nicht so. Hä, wo soll ich denn da hin? Ihr Käshaxen ist da durch. Okay. Oh je. Kommst ja ganz viel Arbeit, ja. Autsch! Charlie, bit me! Au!
Ich sollte vielleicht nicht gleich zurückgehen, während sie direkt mir eine auf die Schnauze gibt. Hä? Das zählt nicht. Sieht schwer aus, ja. Einfach ist das tatsächlich nicht. War es das jetzt oder hat sie mich wieder geschnappt? Ach nee. Okay. Oh. Oh, sieht das schön aus. Sieht echt schön aus. Echt schön gemacht. Oh, da war eine. Da gehe ich mal zurück. Die nehme ich mir gleich mal mit. Oh, OBS kackt gerade gleich wieder ab. Wir machen mal kurz eine Pause. Ich gehe mal kurz auf Pause. Eine Sekunde. OBS kackt nämlich gerade wieder ab. Warten wir mal kurz. Warum auch immer, der war gerade auf 12 GB Arbeitsspeicher oben. Gemach. Ja, krasse Sache. Also, ich hätte nie gedacht, dass wir gegen Six kämpfen müssen hier. Und ihr ihre Spieluhr kaputt machen. Also. Hä? Wie soll. Hä? Also, was ist das denn für eine krasse Sache? Vor allem, wie hat der denn unsere Freundin hier, Six, auf seine Seite ziehen können? Also, das ist ja völlig krank. Hallo, da bin ich wieder. Dein Ernst. Ich kann ja gar nichts machen. Ach, dann machen wir es anders. Ich probiere mal kurz was aus. Ich schaue, ob ich da einfach direkt rüberlaufen kann. Oh, wie die ihre Haxen verdreht, ist ja ekelhaft. Die ist echt schnell gewachsen, ja. Alter, schau mal, wie der Haxen verdreht hat. Zumindest genauso ungesund wie bei mir.
Nein, fast. Jetzt hätte ich es fast gehabt. Verdammt. Alter, durch die Tür durch. Ich ruf sie doch, Pauli. Hörst du es nicht? Jawohl. Wieder einmal mehr. Wie oft denn jetzt nur noch? So eine Scheiße hier. Oh, mir tut die Arme echt leid. Die hat echt ein leichtes Aggressionsproblem. Boah, hier in dem Raum überlädt sich der Arbeitsspeicher halt unglaublich. Warum auch immer. Was soll das jetzt? Ach, da oben liegt jetzt schon eine. Wie komme ich hier hoch? Okay. Ich glaub's nicht, dass es das war. Schauen wir das erstmal an, wie die agiert. Aber echt nur so kurz. Kann ich jetzt gar nicht hoch. Du musst ganz schön mit Taktik vorgehen, hey. Alter. Oh. Ich tut mir so leid irgendwie. Ah, wir haben drauf gehauen, aber gut, wir sind gleichzeitig gestorben. Aber trotzdem, wir haben drauf geschlagen. Die Büchse der Pandora ist offen. Was hat es mit der Büchse auf sich und der Spieluhr mit den Fernsehern? Oh, da ist Six.
Sie war im ersten Teil zum Schluss auch böse. Mehr oder weniger. Also zum Teil böse. Sie hätte den kleinen Wichter gefressen und. Und auch die Mutter da. Hat denn das nie ein Ende? Entschuldigen Sie, Sir. Hätte ganz gerne mal ein Problem. Okay, einmal zu langsam, das holst du einfach nicht mehr auf. Krass. Wie immer ist sie halt einfach viel schneller. Nein, ich bin hängen geblieben. Scheiße. Ah, okay, ich bleibe auf dem Stück und hüpfe dann da drüber. Okay, ich verstehe. Ich muss warten, bevor ich weiterspringe. Hä, warum rennt denn der nicht von Anfang an? Los, lauf! Lauf! Und sie fängt mich wieder. Six, meine Liebe. Ziemlich hoch. Komm schon. Komm schon. Was? Was? Wieso? Hä? Wieso? Versteh's nicht. Eklig, auf was für Massen wir hier gerade laufen. Das ist wirklich ekelhaft. Ein Auge. Zwei Augen. Drei Augen. Schon wieder. Wo laufen wir hier bitte?
Bin ich jetzt der Chef der Unterwelt oder was? Oha. Oha. Sind wir jetzt der Telefonmann? Oder der Fernsehmann? Oh. Was für ein Ende, wenn es das Ende ist. Wir werden älter und immer älter. Jahre um Jahre vergehen. Wir werden älter und immer noch älter. Wir werden erwachsen. Und warum hat uns Six herunterfallen lassen? Und ich habe es mir gedacht. Wir werden der Fernsehmann. Wir sind alt. Wir sind der Fernsehmann, der uns gejagt hat. Wir sind der Fernsehmann, der Six haben wollte. Wir sind zu dem Mann geworden, vor dem wir uns gefürchtet haben. Ha. Was für ein Ende. Nee, also damit, also ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Wahnsinn. Das war's, meine Freunde. Das war's. Das war Little Nightmares 2. Wow. Was für ein Spiel. Was für eine Aufmachung. Was für eine Darbietung. Unglaublich. Wer hätte denn mit so einem Ende gerechnet? Wer hätte mit so einem Ende gerechnet? Ich hätte eigentlich gedacht, zweite Teil. Six ist wieder mit am Start. Und naja, was soll ich sagen? Sie ist die, die uns zum Fernsehmann gemacht hat, der sie gejagt hat letztendlich. Und der Fernsehmann, der hat auch uns gejagt, der wollte auch uns umbringen. Aber warum? Warum haben wir uns selbst gejagt in jungen Jahren? Vielleicht wird Six irgendwann nochmal etwas anstellen, was weitreichende Folgen hat, sodass wir selber zu uns sagen, nein, wir dürfen das nicht zulassen, dass Six überlebt. Six hat nur wegen uns überlebt. Nur wir haben sie befreit. Pah. Was für ein Ende. Was für ein Ende.
Ja, und in 7 Stunden sind wir nur knapp 133 Mal gestorben. Geht doch. Für meine Verhältnisse gar nicht so schlecht. Na, also ich muss sagen, teilweise gehst du drauf wie so ein Streichhölzchen. Zündest an, aus, zündest an, aus, zündest an, aus. Bumm. Aber ich muss sagen, manchmal haben wir uns gar nicht schlecht geschlagen. Aber das ist natürlich auch teilweise auf ein bisschen intuitives Handeln, als auch teilweise auch vorgefertigte oder vorgegebene Gegenstände, die uns dargeboten werden, wo man vorausdenken könnte und sagen, okay, gerade am Anfang, als diese Fallen da im Wald sind, dachte ich mir, oh, dann werfe ich mal was rein und zack, waren da tatsächlich Fallen. Wahnsinn, was für ein cooles Spiel. Ich muss ehrlich sagen, das ist das zweite Spiel nach dem ersten Teil Little Nightmares, das ich in diesem Genre spiele, in diesem Horror-Abenteuer-Puzzle-Rätsel-Spiel. Teilweise waren echt Schocker dabei, teilweise waren wirklich spannende Szenen dabei, wo ich wirklich mitgefiebert habe. Ich habe da auch einen Clip noch erstellt, den werde ich auch noch auf dem Discord-Server posten. Für alle, die noch nicht dabei sind, habe ich den gerade mal in den Livestream, in den Chat gepostet. Ansonsten, wenn ihr das Video auf YouTube anguckt, seht ihr unten in der Videobeschreibung meinen Discord, mein Twitch-Account und so weiter, auf dem auch dieses Spiel hier live gestreamt wurde. Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Spiel und was für ein Ende. Hätte ich ja nie gedacht, dass wir sterben, dass uns Six, die wir gerettet haben, aber die uns auch ständig geholfen hat, um natürlich zu ihrem Ziel zu kommen, uns dann in den Abgrund fallen lässt. In die ekelhaft organische Masse mit Augen und Geschwülsten und was auch immer das alles war. Unglaublich. Ja, Paule, dass du es schon kanntest, hat man dir gar nicht angemerkt und wollte sie aber nicht sagen. Ja, zum Glück, weil das Ende eines Spiels zu spoilern, während man es spielt, das ist Permaban. Nee, sowas darf man natürlich niemals machen. Leichte Spieletipps, wenn man wirklich irgendwo hängen bleibt, wie ich es jetzt tatsächlich manchmal bin, und ich explizit danach frage, könnt ihr mir vielleicht irgendwelche leichten kleinen Tipps geben? Das ist okay, aber spoilern darf man natürlich nicht. Wow, was für ein Spiel und was für eine Weiterentwicklung vom ersten Teil. Also von der Aufmachung her, ich meine, vom Spielprinzip und vom Stil ist es ja identisch. Aber so von der Aufmachung her richtig, richtig gut und richtig düster. Und wer hat sich sowas einfallen lassen? So eine Story muss man sich erstmal einfallen lassen. Ich meine, klar, es kommen oft Szenen vor, die sich halt wiederholen. Zum Beispiel mit der Hand. Dass einmal die Hand kommt, dann kommt sie nochmal und dann kommt sie nochmal die Hand. Ich meine, das ist ja auch legitim, solange es nicht ständig nur um Hände geht, die herumlaufen und dich irgendwie jagen. Aber die krasseste und die schlimmste Szene fand ich eigentlich mit diesen Menschen, die du anleuchten musstest und die dich verfolgt haben. Ich hasse es, wenn man mich verfolgt. Da kriege ich. Ihr kennt es, dieses. Ah, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur weg. Dieses Fluchtgefühl. Und wenn du die da anleuchtest und die stehen bleiben, boah, das fand ich richtig gruselig. Und das war so für mich mein Highlight von diesem Spiel, was so die Spannung betrifft. Die Spannung. Oh, Mist, komme ich jetzt davor oder davon oder. Oder werden sie mich packen und so weiter. Also das war für mich so das Highlight dieses Spiels, was die Spannung betrifft. Und sonst die Aufmachung richtig, richtig cool. Ich fand es echt süß, wie man da mit der Sixter Hand in Hand gehen konnte. Also das war wirklich schön gemacht und echt ein Detail, was schon so es drüber nachdenken lässt, was die Entwickler sich dabei gedacht haben und die sich doch sehr viel dabei gedacht haben, so ein doch sehr süßes Gimmick hier mit einzubauen. Also mega, mega nice. Respekt an die Entwickler, Props gehen raus und
Natürlich auch vielen Dank. Das war echt ein Erlebnis, ein sehr, sehr cooles Spiel. Ein Spiel, wo ich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Genauso wie bei Little Nightmares 1, dem ersten Teil, den ich gestern gespielt habe, der auch auf dem YouTube-Channel hier anzugucken ist. Krasse Sache. Und man merkt, bei diesem Spiel haben wesentlich mehr Leute noch mitgemacht. Vorhin eine riesige, fette Liste von Entwicklern. Wahnsinn. Mal schauen, wie viele danach kommen. Ah, was für ein Spiel, Leute. Was für ein Spiel. Hat mich das jetzt teilweise mitgenommen? Ha! Leichte technische Probleme, die wir hatten, aber die schneide ich eh aus dem Video raus noch. Von daher werdet ihr da kaum bis gar nichts mitbekommen. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also, ich habe da echt mitgefiebert. Ich hoffe, das Popcorn ist leer geworden. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgeschwitzt, wie es ich gemacht habe. Also, es war sehr, sehr cooles Spiel. Sehr, sehr krasse Darstellung, überzogen krasse Darstellung von diesem. Gut, was dieser Schluss jetzt eigentlich mit diesem Fernsehen, mit diesen Fernsehzombies zu tun hat, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Auch nicht so verstanden mit dieser Spieluhr, was das jetzt mit der eigentlichen Geschichte so zu tun hat, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das muss ich mal vielleicht noch nachlesen. Ich habe mich auch nicht gespoilert, von daher wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich wusste nur, dass man eben hier in dieser Stadt unterwegs ist und man auf Six trifft. Ach, krass. Krass, krass, krass. Ja, jetzt ist es kurz vor 4 in der Nacht und wir haben es tatsächlich am Stück durchgespielt. Ich war zwischendrin mal, habe ich überlegt, Splitmaß machen wir morgen noch den zweiten Teil, aber ich bin ganz happy, dass wir es auf einem Stück durchgespielt haben. Und ich finde es ziemlich, ziemlich gut geworden. Es ist richtig, richtig gut geworden. Und es freut mich, dass ich das Spiel gekauft habe. Leute, wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr es selber spielen wollt, kauft es euch einfach. Ich poste auch einen Link hier mit unter den Videobeschreibungen. Und es ist wirklich sehr empfehlenswert und das mitzufiebern. Ich kann allerdings wirklich auch sagen, im Vergleich zu gestern empfehle ich die Steuerung hier mit Controller, mit Game Controller, viel, viel sensibler, viel, viel besser zu steuern als mit Tastatur und Maus. Ich kann es euch nur raten, wenn ihr das selber spielen wollt, spielt es mit dem Game Controller. Macht viel, viel mehr Spaß. Geiler Abend, danke, Rikishi. Es freut mich sehr, dass du auch sehr unterhalten warst. Es freut mich sehr. Und es hat mir auch Spaß gemacht, euch mit dabei zu haben. Und auch vielen lieben Dank für das Zählen der Tode. Wie gesagt, 133 Mal sind wir gestorben. Bei jedem einzelnen Tod hat Rikishi in den Chat mal die aktualisierte Todeszahl gepostet. Eigentlich sehr, sehr fies vorgehalten zu bekommen. Ständig die ganze Zeit, sobald man in den Chat schaut, wie oft man schon versagt und abgeht. Kackt hat und seinen Charakter hat abkacken lassen. Aber ja, das gehört mit dazu. Ah. Was für ein krasses Spiel. Nein, also, gefällt mir. Vielleicht kommt ja bald mal wieder sowas in diese Richtung. Ich muss mal gucken, was es in der Richtung noch an Alternativen gibt. Ich habe mir da schon eine, weiß ich schon. Ist ein bisschen älter. Aber vielleicht auch mal etwas zwar im gleichen Spielegenre, aber mit einer etwas, wie soll ich sagen, freundlicheren Spielatmosphäre, dass nicht alles so düster ist und du nicht ständig getötet werden will, oder gefressen, besser gesagt. Diese ganzen Menschen, die da waren, das verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum die Menschen fressen. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht werden wir das Spiel auch nochmal uns anschauen oder explizit auf Mützenjagd gehen, weil wir haben ja nur, ich glaube, 4 von 12 Mützen insgesamt gefunden. Da ist einiges noch an Verbesserungspotenzial da. Zwar nicht in nächster Zeit erstmal, weil die nächsten Spiele anstehen und auch natürlich mein Geburtstagsstream.
Deswegen erstmal nicht die nächste Zeit, aber ich habe das weiterhin natürlich in der Bibliothek. Gekauft ist gekauft und deswegen werden wir das irgendwann mal wieder rausziehen und vielleicht mal auf Mützenjagd gehen. Ich bin nämlich gespannt, was es noch für Mützen gibt. Bis jetzt fand ich auch, dass die Fellmütze ihm am besten gestanden hat. Ich weiß auch nicht, ob es die Möglichkeit besteht, ein alternatives Ende freizuschalten. Das wäre natürlich auch noch interessant zu wissen. Ein alternatives Ende, wo wir vielleicht nicht zum Fernsehmensch werden. Und vorhin der Vergleich war sehr, sehr gut. Das sind die GEZ-Eintreiber, die dich jagen. Fand ich sehr, sehr gut. Hat mich sehr amüsiert. Ah. Production Babies. Oh, während der Produktion sind Zwillinge und vier andere Kinder auf die Welt gekommen und zwei Personen gestorben. Ah, schade. Epic Games. Okay, hat das auch mitgewirkt? Oder wird's vertrieben? Ich hab's über Steam. Tekken. Was hat der Tekken damit zu tun? Das war's. Little Nightmares 2. Das war der Abspann. Und das war das zweite Kapitel von Little Nightmares. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für diesen krassen, düsteren, schaurigen, spannenden, naja, Jump'n'Run kann man es eigentlich gar nicht so wirklich nennen. Ja, vielleicht schon. Rätselbehaftetes Jump'n'Run-Spiel. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen das nächste Mal. Schaut wieder rein, die nächsten Videos kommen mit Sicherheit. Bis denn, liebe Grüße, euer Erwings. Ciao, ciao.